Hallo lieber Leo. Hallo lieber David. Und herzlich willkommen zu Volle Welt voraus, dem Karriere-Podcast der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, deren CEO und Direktor Dr. Guntram Wolf wir heute auch zu Gast haben. Ihn fragen wir, wie sich Thinktanks finanzieren. Und wir sprechen mit ihm über seine Zeit bei der Europäischen Kommission. Außerdem wollen wir wissen, wieso er sich gegen eine universitäre Laufbahn entschieden hat. Und wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, erfahrt ihr, warum er auch mal Philosophie studiert hat. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. David und ich haben heute unseren Chef zu Gast. Dr. Guntram Wolf ist Direktor und CEO der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, die diesen Podcast möglich macht. Hallo Guntram, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, guten Morgen. Sei doch so gut und skizziere mal ganz, ganz kurz deinen Lebensweg. Was waren die wichtigsten Stationen, die dich heute bis in diesen Podcast gebracht haben? Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich, in diesem Podcast zu sein. Also, was soll ich sagen? Ich habe als junger Mensch mich eigentlich für viele große außenpolitische Fragen schon interessiert, habe mich dann aber für ein Studium der Volkswirtschaftslehre entschieden, was ich unglaublich spannend fand. Und habe während des Studiums immer wieder mal geliebäugelt, willst du eine Karriere im Auswärtigen Amt machen oder Ähnliches, und bin dann aber zu der Feststellung gekommen, dass das nicht das Richtige für mich wäre, weil ich tiefer in Inhalte reingehen wollte und tatsächlich mich auch nicht gesehen habe in einer Rolle, in der ich doch relativ häufig in der Welt herumziehen muss. Ich wollte auch einen Ort haben, wo ich wirklich lebe. Und hat mich die Wissenschaft eigentlich sehr interessiert und ich habe noch promoviert in Volkswirtschaftslehre und habe dann aber gesagt, nee, ich möchte doch noch ein bisschen praktische Erfahrungen auch sammeln und war dann für mehrere Jahre in der Deutschen Bundesbank und habe dort im Forschungsinstitut, aber auch im volkswirtschaftlichen Abteilung gearbeitet zu Fragen der Europäischen Währungsunion letztendlich und der deutschen Haushaltspolitik. Alles auch Fragen, die natürlich auch in der Rolle jetzt als DGRP-Direktor sogar immer noch eine Rolle spielen, denn die Eurozone und europäische Politik ist natürlich auch ganz wichtig für die deutsche Außenpolitik. Naja, und dann bin ich von der Bundesbank zur Europäischen Kommission gegangen. Für 3 Jahre war ich dort in der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen von 2008 bis 2011. Das war eine unglaublich spannende Zeit, denn wir hatten gerade die globale Finanzkrise und dann natürlich die Schuldenkrise in Griechenland und die Eurokrise in vielen anderen Ländern. Und da war ich also ganz eng an vielen großen Debatten zu den Ungleichgewichten in der Eurozone dabei als Senior Economist im Prinzip oder Expert in der Generaldirektion. Und ja, dann stand im Prinzip die Frage an, gehst du zurück zur Bundesbank? Es war also so ein Secondment oder bleibst du in Brüssel und machst was anderes? Und naja, ich fand es dann einfach interessant und spannend, doch wieder ein bisschen zurückzugehen als unabhängiger Wissenschaftler, Forscher, eigene Person und nicht so in einer großen Verwaltung, in der man ja doch dann zwar sehr gut Impulse auch geben kann, aber andererseits natürlich auch im Glied stehen muss. Ja, ich wollte dann schon auch ein bisschen selber schreiben und selber mich mit Dingen beschäftigen und publizieren und hatte dann diese Gelegenheit, bei Bruegel dem Europäischen Wirtschaftsforschungsinstitut in Brüssel, als Fellow anzufangen und dann wurde ich da stellvertretender Direktor und ja, dann gab es die Ausschreibung zum Direktor, auf die ich mich auch beworben habe und der bin ich dann geworden 2013. Da war ich noch sehr jung und ehrlich gesagt war das auch ein Moment, wo ich dachte, oh Gott,
Schaffst du das überhaupt? Das ist ja auch eine Riesenverantwortung, so ein Team zu führen. Das war noch ein relativ kleines Team, aber trotzdem, es war schon dann auch ein Riesenschritt, auf einmal diesen Management-Verantwortung auch zu haben. Und nach 9 Jahren war die Zeit bei Brügel zu Ende, aufgrund der Statuten. Das ging also nicht länger, dass man dort Direktor bleibt. Dann habe ich mich umgesehen und hatte jetzt viele verschiedene Möglichkeiten auch. Ich fand aber dann die DGAP doch extrem spannend, einfach nicht nur, weil das Themenfeld jetzt natürlich unglaublich interessant ist und unglaublich wichtig ist und weil auch unglaublich viel passiert in Deutschland jetzt und passieren muss, sondern tatsächlich habe ich auch empfunden, dass die DGAP eine Institution ist, die auch sehr breit in die Gesellschaft wirken kann. Mit vielen Menschen kann man interagieren. Ich fand es unglaublich spannend, dass wir diese Mitgliedschaft haben und unter den Mitgliedern 1000 junge oder 800, 900 junge Mitglieder. Das fand ich also wirklich einen ganz, ganz großen Selling Point auch, der die DGAP wirklich auch attraktiv und interessant macht als Institution. Und ich glaube, es ist eine Institution, mit der man also wirklich deutschlandweit zentrale Debatten prägen kann und mit vielen, vielen Leuten zusammenarbeitet, um diese Debatten weiterzuprägen. Das kann man an der Stelle vielleicht nochmal betonen, dass man durchaus Mitglied werden kann, auch als Zuhörerin oder Zuhörer dieses Podcasts. David und ich sind auch Mitglieder und der Input, den man angeboten bekommt, von Podiumsdiskussionen oder anderen Veranstaltungen bis hin zu Publikationen, ist wirklich, wirklich lohnenswert. Also überlegt euch das, ob ihr nicht vielleicht auch einen Mitgliedsantrag ausfüllen möchtet. Wir wollen die Schritte, die du genannt hast, natürlich alle rückwärts gehen jetzt mit dir, bis hin nach Passau, wo David und ich auch gerade sitzen. Wir studieren nämlich auch beide in Passau. Dort hat es mit dem VWL-Studium alles mal angefangen bei dir. Aber lass uns doch mal im Hier und Jetzt beginnen. Gib uns doch mal ein paar Insights in deinen heutigen Job. Was liegt auf deinem Schreibtisch und was macht man so als CEO und Direktor der DGAP? Ja, das ist eine super Frage. Man macht eigentlich unglaublich viel und das ist das Schwierige, weil man an so vielen Baustellen bastelt und im Prinzip trotzdem es schaffen muss, eigene inhaltliche Impulse zu geben. Und wenn man einen normalen Forscher und Wissenschaftler, als den ich mich betrachte, letztendlich auch fragt, was musst du so machen? Ja, dann setzt er sich in sein Kämmerlein und arbeitet an einem wissenschaftlichen Papier für Wochen und Monate und dann kommt er mit einem Impuls raus. Und das geht natürlich in so einer Stelle, wie ich sie habe, nicht. Das heißt, man muss es irgendwie schaffen, ein bisschen Zeit sich frei zu machen, um inhaltlich neue Impulse zu machen. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt, denn der Direktor kann nur dann ein glaubwürdiger Direktor nach innen und nach außen sein, wenn er immer wieder auch interessante neue Impulse, inhaltliche Impulse gibt. Also nur als kleiner Schlenker, ich schreibe zum Beispiel gerade ein Stück und beende das über die russische Kriegswirtschaft, Kriegsökonomie und wie Russland also die Verteidigungs-, also die Waffenproduktion ankurbelt und wie Sanktionen das beeinträchtigen. Also das ist nur so ein Beispiel auf der inhaltlichen Ebene. Natürlich muss ich unglaublich viel managen. Das heißt, ich leite ja als Direktor das Forschungsinstitut und ich bin der Sprecher der Geschäftsführung. Das heißt, als Sprecher der Geschäftsführung haben wir regelmäßig Treffen mit meinen beiden Kollegen in der Geschäftsführung, wo wir alle großen Managementfragen jede Woche diskutieren. Also es ist ein wöchentliches Treffen. Da treffen wir uns natürlich als Managementteam auch mit der mittleren Führungsebene, also den Leitern der Abteilung für Kommunikation, für Mitgliedschaft, für Fundraising, für Events und so weiter. Also das sind sozusagen die Jour fixe. Jede Woche hat man da
Also doch einige Stunden, die man wirklich in den Teams verbringt und alle großen relevanten Fragen, die auf der Management-Ebene gerade anstehen. Und man muss natürlich im Forschungsinstitut immer wieder Feedback geben, mit den Senior Researchern interagieren, deren Arbeiten lesen, kommentieren. Ja, und dann natürlich auch draußen immer wieder auch mal gucken, dass es Geldgeber gibt, die bereit sind, unsere Arbeit auch zu unterstützen. Gerade dieses Fundraising mit den Geldgebern, genau wie die Arbeit von einem Think Tank, ist so ein bisschen eine riesige Blackbox für viele. Auch gerade, wenn man im Studium irgendwie ist und sich überlegt, okay, wo kann ich vielleicht beruflich hingehen? Die Überlegung, was macht ein Think Tank, aber wieso gibt es Think Tanks überhaupt? Das ist selbst für David und mich oft schwer zu erklären und wir arbeiten ja jetzt sozusagen mit einem Think Tank zusammen. Aber wenn ich jetzt eine Stiftung oder ein Unternehmen bin, warum fördere ich die DGAP? Was ist irgendwie mein Benefit? Wie schaffe ich es, so eine Art von Rechtfertigung meines Daseins sowohl irgendwie gegenüber der Sponsoren, aber auch im politischen Prozess herzustellen? Ja, darauf gibt es natürlich nicht eine Antwort, sondern nur ganz, ganz viele Antworten. Und das hängt natürlich auch bei jedem Geldgeber auch davon ab, was der Geldgeber, wer der Geldgeber ist, was er gerne sieht, was ihn interessiert. Es gibt Geldgeber, die denken, sie wollen im Sinne einer Corporate Social Responsibility etwas zurückgeben an die Gesellschaft und dann im Prinzip die DGAP unterstützen als wichtigen Verein, der letztendlich ein Netzwerk ist und die Debatte zu zentral wichtigen Themen voranbringt. Es gibt Geldgeber, die sich für bestimmte Themen interessieren und bei Meetings dabei sitzen wollen und verstehen wollen, was gerade diskutiert wird. Es gibt die Mitglieder natürlich, die auch beitragen und vielleicht Teil dieses Netzwerks sein wollen, auch gestalten wollen. Also das ist ganz, ganz breit gestreut. Und ich glaube, was unglaublich wichtig ist aus der Perspektive des Direktors, ist, dass man sehr viele unterschiedliche Finanziers hat, die sozusagen alle relativ klein im Vergleich zum Gesamtbudget sind, so dass man am Ende keine Abhängigkeiten hat von einem Geldgeber. Ja? Also wenn man von einem Geldgeber abhängig ist, dann ist es immer schwierig oder kann es schwierig sein. Und das Schöne an der DGAP ist, dass es wirklich so eine breite Institution ist mit so vielen verschiedenen Stakeholdern, so vielen Interessen, die da zusammenkommen, dass wirklich die Unabhängigkeit gewahrt ist und wir wirklich nicht irgendjemanden hinterherschreiben müssen. Was würdest du sagen, könnten Maßnahmen sein, wie man die Thinktank-Welt transparenter macht? Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Transparenz beinhaltet für mich nicht nur, dass man transparent sagt, wer sind die verschiedenen Geldgeber, sondern dass man idealerweise auch weitergehende Interessen von entscheidenden Personen innerhalb der Institution offenlegt. In meiner alten Institution waren wir da extrem weit vorne. Da gab es auch neben natürlich vollkommene Transparenz bei der Finanzierung, hatten wir auch vollkommene Transparenz bei den Senior Fellows und im Management. Das heißt, ich hatte da als Manager jedes Jahr dann auch meine eigene Declaration of Interest. Ja, habe ich nicht nur an mein Chair geschickt, sondern tatsächlich auch veröffentlicht, ja, auf der Webseite. Das werde ich persönlich für mich natürlich weitermachen, das weiter veröffentlichen auch. Und als Institution ist das ein Prozess, in dem man natürlich mit vielen, da muss man viele Leute mitnehmen. Und diese Diskussionen
werden wir natürlich auch jetzt angehen. Ja, das habe ich jetzt nicht im ersten Jahr, halben Jahr angegangen, aber ich gehe es an. Aber insgesamt hat die DGAP schon erhebliche Transparenzelemente. Also unser Jahresbericht gibt ja eine recht detaillierte, eine detaillierte Aufschlüsselung unserer Finanzierungsströme da. Das werden wir alles uns nochmal ansehen. Das stimmt, die DGAP ist ziemlich transparent. Man kann eigentlich alles einsehen. Wer sind die Geldgeber? Wer steht dahinter? Wer sitzt in den Gremien? All das ist öffentlich. In der Außenpolitik gibt es ja schon eine Tradition eines Arkanbereichs, eines geheimen Bereichs, Geheimdiplomatie. Und so ein bisschen hat sich da ja auch was von gehalten, dass man sagt, manche Sachen, die besprochen werden, die müssen vielleicht auch vertraulich bleiben, damit man überhaupt einen Rahmen schafft, um frei denken zu können und auch mal vielleicht etwas Schmerzhaftes oder Unaussprechliches aussprechbar zu machen. Inwieweit geht es in der Außenpolitik überhaupt, total transparent zu werden? Naja, aber das ist, ich sag's mal so, es gibt ja die großen öffentlichen Debatten und dann ist es natürlich wichtig, dass man im kleinen Kreis bestimmte Dinge diskutiert, die vielleicht schwierig sind zu diskutieren. Und das gibt es nicht nur im außenpolitischen Bereich, das gibt es in allen Bereichen. Das gab es auch im Bereich der Geld- und Währungspolitik. Ja, da, auch da gibt es natürlich sensitive Fragen, die man jetzt nicht auf Twitter diskutieren kann, sondern nur im kleinen Kreis. Ja. Ich glaube, dass das Teil unserer Aufgabe auch ist. Gerade die Senior Researchers machen das natürlich. Wichtig ist, dass sie das machen auf der Grundlage und ihre Beiträge geben auf der Grundlage von Evidenz. Ja, ich glaube, das ist wirklich das, was wir versuchen immer wieder, dass wir evidenzbasiert sind. Ja, das heißt, wenn man die Chance hat, im kleinen Kreis zu diskutieren mit Entscheidungsträgern und Ähnlichem, dann bringt man das an, was man nach bestem Wissen und Gewissen und auf der Grundlage der Evidenz, die man studiert hat und die man kennt, empfehlen kann und bringen kann. Also diese Evidenzbasiertheit ist mir sehr wichtig. Boah, ja, ich könnte ganz lange noch über die verschiedenen Aspekte der Think Tank-Arbeit reden. Das ist wirklich spannend und hilft auch total beim Verständnis, was es überhaupt bedeutet, einen Think Tank zu leiten, bei einem Think Tank zu arbeiten. Aber wir wollen natürlich noch weiter deinen Lebenslauf kennenlernen, denn da gibt es noch einige große Stationen. Genau, von 2008 bis 2011 warst du nämlich als Experte angestellt bei der Europäischen Kommission. Hast dich viel mit Währungspolitik und Geldpolitik beschäftigt, zu Zeiten der Finanzkrise. Was hast du dort damals gemacht und inwieweit unterscheidet sich die Arbeit in einer großen Institution zu deinem heutigen Job in einem Think Tank? Ja, also wenn man in einer großen Institution arbeitet, gibt es unglaublich viel Expertise. Ja, das unterschätzt man manchmal, glaube ich, als Außenseiter. Ich erinnere mich, sowohl bei der Bundesbank wie auch bei der Kommission ist natürlich das Fachwissen extrem groß. Ja. Und wenn man dort dann arbeitet, dann bekommt man ein File oder zwei Files als Senior Research, also Senior Expert oder so, und arbeitet natürlich an diesen Files, ja, und geht auch sehr in die Tiefe rein. Also da ging es um Themen wie, die auch übrigens total politisch natürlich sind, ja, ging es um Fragen wie, ja, woran liegt es eigentlich, dass Griechenland jetzt keinen Zugang zu den Finanzmärkten mehr hat? Und werden wir eine Krise in Italien sehen, eine Währungskrise? Und warum hat Spanien sich so sehr verschuldet, extern als Land, nicht als Regierung, aber als Land? Und da geht man dann sehr tief rein, analysiert das und kommt zur Einschätzung, die man dann in Berichten zusammenbringt. Und letztendlich sind das Berichte gewesen, die dann im Rat, also bei den Finanzministern, diskutiert werden, ja, auf politischer Ebene. Also insofern ist das eigentlich in vielerlei Hinsicht
für mich die perfekte Vorbereitung gewesen für die Thinktank-Arbeit, was das inhaltliche Arbeiten angeht. Ja, man steigt rein, man denkt aber natürlich jetzt nicht, ich möchte ein neues Papier für ein Journal oder so, ein akademisches Journal schreiben, sondern ich möchte genau das politische Problem verstehen, aber auf Grundlage von Daten und Analysen. Und das bringe ich dann, bereite ich so auf, dass es von anderen, von politischen Systemen auch verstanden werden kann. Also insofern war das eigentlich in dem Sinne relativ ähnlich. Was natürlich anders ist, ist, dass man im Think Tanking neben dieser Arbeit natürlich unglaublich wichtige Arbeiten hat im Bereich der Kommunikation. Man muss mit sehr viel mehr Stakeholdern reden. Man muss mit der Presse reden, Twitter und so weiter. Und genau diese Sachen darf man natürlich nicht in einer Verwaltung. Ursprünglich, so vor 2004, von 2000 bis 2004, warst du Research Fellow am Center for European Integration Studies an der Universität Bonn, wo du auch promoviert hast. Also eigentlich, hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, hast du erstmal eine wissenschaftliche Karriere eingeschlagen. Wieso bist du nicht dabei geblieben? Wieso hast du nicht vielleicht noch habilitiert, dich um einen Lehrstuhl bemüht und bist in dieser wissenschaftlichen Schiene weitergefahren? Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich habe auch lange mit dem Gedanken gespielt. Ich fand am Ende, dass der Wissenschaftsbetrieb ein Betrieb ist, der nicht nur nicht ganz einfach ist, sondern wo es auch sehr viele, kann man vielleicht sagen, auch Eitelkeiten gibt. Ja, das heißt, man schreibt ein Papier nicht, weil es irgendwie wichtig oder interessant ist, sondern weil man denkt, man kann es irgendwie besser als jemand anderes. Diese Art von Eitelkeit fand ich nicht so attraktiv. Und es war aus meiner Perspektive auch so, dass das ein oder andere, was auch damals praktiziert wurde in der Volkswirtschaftslehre, doch sehr theorielastig auch ist. Ja, die Volkswirtschaftslehre hat sich eigentlich stark nochmal gewandelt, ist deutlich anwendungsorientierter und empirischer geworden, ja, als sie das damals war. Aber das war so mein Eindruck. Aber ich habe es auch ehrlich gesagt nie so ganz aufgegeben, auch im Wissenschaftsbereich zu sein, denn die Stelle bei der Bundesbank war ja durchaus auch eine Forschungsstelle. Ja, es war so eine Stelle, wo ich ehrlich gesagt sogar mehr Zeit zum Forschen hatte, als ich das an der Uni hatte, denn es war ein Forschungsinstitut und die Hälfte der Zeit war im Forschungsinstitut, die andere Hälfte war in der volkswirtschaftlichen Abteilung. Und im Forschungsinstitut der Bundesbank waren die Bedingungen dann im Vergleich zu einer Postdoc-Stelle auch nicht schlechter, sondern eher besser, ja, in vielerlei Hinsicht. Also insofern war das nicht eine komplette Entscheidung gegen die Wissenschaft. Aber mich hat schon immer umgetrieben auch, ja, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Politik? Und wie kriegt man das politische System dazu, darüber nachzudenken und dann auch die richtigen Entscheidungen zu fällen. Also dieser Policy-Drang, den hatte ich eigentlich auch immer, ja. Und insofern ist, finde ich, Think Tanking, kann man so ein bisschen diese Welten auch kombinieren, ja. Das ist das Attraktive daran. Als Wissenschaftler macht man ja vor allem eins, und zwar Schreiben. Egal, ob man an der Universität arbeitet oder für einen Think Tank. Und auch ich habe kürzlich ein Stück von dir gelesen, wie du vorhin so schön gesagt hast. Es ging um Globalisierung. Veröffentlicht in der Zeitschrift Internationale Politik. Auch hier nochmal ein kleiner Werbeblock. Die Zeitschrift dreht sich um internationale Politik und ist von der DGAP sehr lesenswert. Was ich mich an der Stelle gefragt habe, ist, wie entscheidet man sich eigentlich für akademisches Schreiben oder journalistisch-essayistisches Schreiben? Warst du auch mal an dem Punkt, wo du dich für eine Art und Weise entscheiden musstest? Also unsere Zeitung, Zeitschrift, die Internationale Politik, ist ja keine rein akademische Zeitschrift, sondern ist eine Zeitschrift, die durchaus journalistisch auch ist und natürlich länger ist als Zeitungsartikel, aber vom Anspruch jetzt nicht eine wissenschaftliche Zeitschrift ist.
Und insofern ist da schon ein bisschen dieses Journalistische drin, aber es geht eben über den Tagesjournalismus hinaus. Und insofern ist das auch wieder so ein zwischen den Welten, diese Zeitung. Und das macht es auch interessant, ja, weil sie wird sowohl von Wissenschaftlern durchaus auch mal gelesen, aber eben auch von Leuten, die eher im politischen System arbeiten. Und ich finde eigentlich diese Grenzbereiche immer spannend. Aber gut, ich meine, so einen gewissen journalistischen Hang, klar, ich schreibe natürlich auch eine Menge Op-Eds, ja, und veröffentliche die in guten Zeitungen, also Meinungsartikel. Ein bisschen so einen Hang muss man schon auch haben, ja. Du kommst inhaltlich total aus der Wirtschaft und das ist ja, also das sieht man immer häufiger, dass Leute dann auch gerade, David und ich haben es jetzt gesehen, von Menschen, die vielleicht Politikwissenschaften oder Staatswissenschaften im Bachelor machen, aber dann noch einen Wirtschaftsmaster draufsetzen. Also irgendwie es ist schon sehr wichtig für viele Leute, Wirtschaft irgendwie im Studium zu integrieren. Kann man heute überhaupt noch Globalisierung und auch Außenpolitik verstehen, wenn man wenig wirtschaftliche Vorbildung hat? Das fragst du die falsche Person, Leo. Das ist jetzt natürlich eine Fangfrage. Ist jetzt eine gemeine Frage. Ne? Ich finde es wichtig, grundsätzliche Zusammenhänge zu verstehen. Das muss man nicht unbedingt mit einem volkswirtschaftlichen Studium machen, aber also ich glaube schon, dass man vieles lernt im volkswirtschaftlichen Studium, auch gerade auf der methodischen Ebene und der Art und Weise, wie man sauber Argumente auch durchdekliniert und dann empirisch unterfüttert. Da ist die Volkswirtschaftslehre schon und die Ökonomie schon auch ein Fach, das eine sehr harte Schule ist, ja, sage ich es jetzt mal so. Und in meiner Promotion, also das ist schon eine richtige Schule, ja. Also da hat man, das ist richtig hart, man geht nochmal richtig rein in Methoden, in Theorie und büffelt nochmal so richtig. Und das ist was, wovon man am Ende, also es war schon ziemlich hart, das zu machen, ja. Aber am Ende profitiert man das ganze Leben davon, weil man eigentlich immer wieder sozusagen diese Ansätze hat und immer wieder auch weiß, okay, hier ist irgendwie ein Problem, ja, und das kann man nicht sauber zeigen und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich in anderen Fächern, und das muss ich jetzt auch sagen, also natürlich hat jedes Fach auch eine starke Methodenkomponente, ja, also auch in den Politikwissenschaften ist ja extrem viel empirisch inzwischen, ja, wo man auch sehr viel methodisch lernt. Und ich glaube, das gehört einfach heutzutage dazu, dass man sozusagen diese empirische Arbeit insbesondere macht und ernst nimmt, ja. Also ich finde, ganz ohne Empirie ist es dann doch oft auch schwer, ne? Also es gibt natürlich alle möglichen Orientierungen und wissenschaftlichen Ausrichtungen, aber ich finde, das hat mir immer geholfen, auch diese empirischen Kenntnisse. Ja, absolut. Es ist nur immer wieder spannend, jetzt gerade unter unseren Kommilitoninnen merkt man doch sehr oft, dass der Spaß an diesen Grundfächern Makroökonomie, Mikroökonomie, der eigentlich nicht vorhanden ist. Also viele quälen sich dadurch. Und das ist dann immer spannend, weil man ja doch eigentlich eine große Relevanz dann sieht, vor allem später auch im Job. Was glaubst du, woran liegt das, dass die jungen PolitikwissenschaftlerInnen größtenteils nicht so viel Spaß an der Volkswirtschaft haben? Naja, es ist halt erstmal sperrig, ne? Oder es ist erstmal schwierig, weil es halt abstrakt und konzeptionell ist, ja. Und ich glaube aber, dass gerade dieses Abstrakte und Konzeptionelle halt eine sehr gute Denkschule ist, ja. Weil und das ist, natürlich ist das hart und man muss sich damit erstmal auseinandersetzen und richtig einsteigen und okay, man muss auch nochmal seine Mathekenntnisse ein bisschen auffrischen, ja, und das ist alles natürlich erstmal Aufwand, aber am Ende hilft es, glaube ich, auch einem besser die Dinge zu verstehen. Also ich kann da nur werben dafür, dass man da den inneren Schweinehund dann auch überwindet und halt
die Nacht in der Bibliothek mal sitzt und sich da durchquält durch die Formeln, weil am Ende hat man halt schon was mitgenommen. Ja, mache ich gerade. Danke für diesen kleinen Pep-Talk. Was ich spannend fand, war, dass du die Zwischenprüfung in Philosophie abgelegt hast. Also im Grunde schon noch auch nochmal eine andere Farbe im Lebenslauf hast als das empirische Arbeiten, das rein empirische Arbeiten. Wie kam es dazu? Ja, wie kam es dazu? Ich meine, ich glaube, viele junge Menschen stellen sich natürlich Fragen, Existenzfragen, Fragen, wo kommt alles her, warum ist die Welt, wie sie ist. Und ja, da habe ich mich natürlich als junger Mensch dann ein bisschen umgesehen. Und in Passau gab es einen ganz tollen Philosophieprofessor, Professor Lütterfels, ist wahrscheinlich inzwischen lange emeritiert, der sich mit Wittgenstein auch sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und der hat eine Vorlesung halt erstmal im Grundstudium gemacht über Platon und Aristoteles, ja, also grundlegende Werke der europäischen und westlichen Philosophie. Und da habe ich mich halt erstmal in eine Vorlesung eingesetzt. Das war erstmal so Studium Generale mäßig, ja, dachte ich, okay, eine Vorlesung kannst du im anderen Bereich machen. Aber dann fand ich auch diesen Professor so interessant, dass ich bei dem dann mehrere Vorlesungen belegt habe und dann auch ein paar Hausarbeiten geschrieben habe. Das war alles on top, ja, on top zusätzlich zu dem Volkswirtschaftsstudium. Das war also nicht ein Doppelstudium, nicht integriert, sondern das habe ich einfach zusätzlich gemacht und ein paar Nächte länger mich damit auseinandergesetzt. Und habe dann das eigentlich so spannend gefunden, dass ich das diese 4 Semester durchgezogen habe in Passau und am Ende auch diese Zwischenprüfung gemacht habe. Das war damals, damals gab es ja noch keinen Bachelor oder so, ja. Also insofern war das jetzt weniger formal als ein Bachelor. Es war aber schon die richtige Zwischenprüfung, die mir dann den Zugang zum Hauptstudium im Prinzip gegeben hat. Aber gut, ich meine, dann bin ich nach Toulouse für ein Erasmus-Jahr, Auslandsjahr, und dann war es mir eigentlich auch klar, ich meine, dass man nicht beides, also man kann nicht 2 Studien durchziehen, das schafft man dann realistischerweise nicht. Und dann habe ich mich für die Volkswirtschaft interessiert, und entschieden. Aber ich fand diese 4 Semester eigentlich sehr gewinnbringend. Nicht, dass ich jetzt noch alles genau im Detail wüsste, aber es waren spannende Kurse und spannende Vorlesungen. Das machen die wenigsten, dass sie so ein Interessenstudium dann auch wirklich mit einer Art von Prüfung abschließen. Also ich kenne viele, die sich mal in eine Vorlesung reingesetzt haben, aber ich kenne niemanden, der dann auch da eine Prüfung abgelegt hat und so. Also Respekt, ja. Ja, aber ich glaube, um ehrlich das auch mal zu sagen, ich glaube auch irgendwie, das hat sich auch ein bisschen verändert, die Art und Weise, wie man studiert. Ja, ich habe das halt den Eindruck, jetzt ist es noch verschulter und wir haben damals auch relativ regelmäßig Prüfungen in Volkswirtschaft dann gehabt, in Statistik, in Recht und so weiter. Aber irgendwie war es damals noch so, dass man hat irgendwie auch ein Studium Generale war auf jeden Fall normal, ja. Also jeder hat irgendwie immer, jede Vorlesung war auch empfohlen, dass man mindestens eine Vorlesung aus einem ganz anderen Bereich einfach so zusätzlich hört. Und ich fand das eigentlich gut, ja. Und hatte damals die Energie, das zu machen. Ja, wir wollen in der Schnellfragerunde eine kleine Zeitreise machen nach Passau. Mal schauen, wie viel überhaupt da noch an Vergleichbarkeit da ist. Aber es wird also es werden 5 schnelle Fragen, die nach schnellen Antworten suchen. Und zwar eine Passau Edition. Oh, oh. Und wir gucken einfach mal, wir wollen dich mal in eine Zeitkapsel setzen und mal gucken. Bist du bereit? Ja, das klingt jetzt schwierig, okay. Wenn du Passau in einem Satz zusammenfassen müsstest. Ja, ich würde sagen, Niederbayern, 3 Flüsse, kleine Uni und Barberjacken. Da hat sich eigentlich nicht viel geändert, oder, David?
Die Barberjacken waren schön. Sind bayerische Kleinstädte ein geeignetes Sprungbrett in die internationale und europäische Politik? Ist wieder eine Fangfrage, Vorsicht. Ja, die bayerische Kleinstadt ist es nicht, aber die Uni ist es schon. Sehr diplomatisch, ja. Innenstadt, Altstadt, Ilzstadt. Was ist das beste Stadtviertel in Passau? Also ich hätte jetzt gesagt die Altstadt. Wird David wahrscheinlich recht geben. Kann ich unterschreiben, ja. Lieber Helles und Schweinebraten in der Borzen oder Linguine beim Italiener mit einer Flasche Wein? Helles und Schweinebraten. Und was war damals deine Lieblingsbar in Passau? Meine Lieblings? Bar. Bar. Ja, wie hieß die denn noch? Ja, ich weiß noch genau, wo sie ist, aber ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Wo war sie denn? Ja, auf der Karte könnte ich es dir jetzt zeigen, aber ich weiß die Straße auch nicht mehr. Also das war eine so eine, also relativ nah an der Uni war die direkt so ein, und man bekam, also am Freitagabend war es so voll, dass man eigentlich draußen stehen musste und Bier trink und das Bier dort trank. Aber ich weiß echt nicht mehr den Namen, das ist zu lange her. Das tut mir leid. Alles gut. Wir werden es nicht auflösen können. Ja, bin mir sicher, wir drei vereinen uns bei dem Statement, dass Passau auf jeden Fall eine sehr lebenswerte und schöne Stadt ist. Absolut. Ich gehe mal weiter zu unserer Abschlussfrage. Die immer gleiche Abschlussfrage. Und zwar lautet diese, was würdest du deinem 21-jährigen Ich heute raten? Was würde ich meinem 21-jährigen Ich raten? Also ich würde dem raten, begeistert zu sein. Ja, also was man macht, muss man mit Begeisterung machen und es wirklich wollen. Und dann arrangiert sich alles andere. Alles klar. Lieber Guntram, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Ich habe wirklich sehr viel mitgenommen bei den Antworten und es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu reden. Dankeschön. Auch von meiner Seite vielen lieben Dank. Wir haben uns sehr gefreut, dass du zu Gast warst. Vielen Dank, Leo. Vielen Dank, David. Zu guter Letzt noch ein dickes Dankeschön an die DGRP, die diesen Podcast möglich macht. Und natürlich an unseren ewigen Podcast-Papa Vincent Venus. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin.